Fünf Freunde Junior, Folge 6. Die Suche nach dem Rennpferd. Wenn irgendwo keine Abenteuer passieren, dann ganz bestimmt hier. Was hat sie eigentlich plötzlich gegen Abenteuer? Ich glaube, sie macht sich nur Sorgen um uns. Also ich fände es schön, wenn doch noch irgendwas Aufregendes passieren würde. Wir haben schon so viele Abenteuer erlebt, dass ich langsam das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt, wenn wir zusammen sind und keins passiert. Ach nö, heute nicht. Eigentlich hat Tante Fanny recht. Wir sollten einfach mal einen ruhigen Tag machen. Was bewegt sich denn da hinten? Sind das auch Kühe? Kann ich nicht erkennen. Zu weit weg. Aber ich glaube nicht, dass es Kühe sind. Die bewegen sich nicht wie Kühe. Ja, dann sind es vermutlich Pferde. Die in einer Reihe gehen? Ich dachte, hier in der Gegend gibt es nur Bauernhofpferde. Die gehen doch nicht in einer Reihe, sondern arbeiten auf den Feldern. Vielleicht eine Reitschule. Kinder, die gerade reiten lernen und den ersten Ausflug mit den Pferden machen. Nehmt einfach das Fernglas, dann wisst ihr es genau. Stimmt. Wozu haben wir das schließlich mitgenommen, ha? Gib mal her. Und? Es sind tatsächlich Pferde. Und was für welche? Wunderschöne Tiere. 6 Stück, aber da sitzen keine Kinder drauf. Sondern? Erwachsene. In Reitkleidung. Die sitzen bestimmt nicht zum ersten Mal auf einem Pferd. Ach, na klar. Oh, dass ich da nicht sofort drauf gekommen bin. Das müssen Rennpferde aus dem Stall von Lord Dan Iron sein. Der liegt nämlich da hinten. Die Pferde müssen jeden Tag bewegt werden und die Pfleger reiten mit ihnen manchmal hier über die Wege. Siehst du zufällig ein sehr großes Pferd in der Reihe, Dick? Bis jetzt nicht. Doch, warte. Ein weißes? Genau. Was ist an dem Pferd so besonders? Das ist Donnerschlag, das schnellste Pferd im ganzen Land. Durchs Fernglas sah Dick einen wunderschönen Schimmel. Er war etwas größer als die anderen 5 Pferde, hatte eine geflochtene Mähne und eine unglaubliche Ausstrahlung. Oh, wow! Von dem Pferd habe ich schon gehört. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es aus Kirin kommt. Lass mal sehen. Warte! Oh nein, da passiert gerade was! Was ist denn? Jetzt erzähl schon! Donnerschlag bäumt sich auf. Irgendwas hat ihn erschreckt. Ein Hund oder ein Fuchs ist ihm über den Weg gelaufen. Er ist in Panik und scheut. Jetzt hat er seinen Reiter abgeworfen und stürmt los. Oh nein, hoffentlich ist dem Reiter nichts passiert. Hoffentlich passiert Donnerschlag nichts. Wenn er hier in Panik über die Wiesen und Felder rast, kann er sich leicht verletzen, weil er nicht darauf achtet, wo er hintritt. Er rennt in unsere Richtung. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Wir sind gerade vielleicht die einzigen Menschen, die wissen, wo er hinläuft, weil wir vom Hügel aus alles sehen können. Die Männer bei den anderen Pferden sind total schockiert. Das Ganze ist so schnell gegangen, dass keiner daran gedacht hat, Donnerschlag hinterherzureiten. Wenn er das schnellste Pferd des Landes ist, hätten sie vermutlich sowieso keine Chance, ihn einzuholen. Oh nein, Donnerschlag läuft genau auf einen Baum zu. Hoffentlich rennt er nicht dagegen. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Aber was macht er denn jetzt? Er läuft auf das Gattertor zu. Oh nein, das ist doch viel zu hoch für ihn. Er springt. Und er hat es geschafft. Er ist tatsächlich über das Tor gesprungen. Was für ein Sprung! Oh, was für ein Sprung!